die gegen den Aggressionskurs gegen Russland sich gegründet hat und sicherheitsbildende Maßnahmen, Rüstungskontrolle und Abrüstung fordert. Hier ist Rainer Hoffmann. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass ihr an diesem Samstag gekommen seid. Ein ganz herzliches Willkommen zum bundesweiten Aktionstag der gemeinsamen Initiative Abrüsten statt Aufrüsten. Die aktuellen Infektionszahlen haben uns unsere Entscheidung nicht einfach gemacht, heute hier gemeinsam zu demonstrieren, gemeinsam auf die Straße zu gehen und anschließend eine Menschenkette um den Reichstag zu bilden. Dass wir das gemeinsam machen, zeigt, wie wichtig uns unsere Forderungen sind. Nochmal, abrüsten! Macht endlich Schluss mit dem Aufrüstungswahn. Das Gute ist, dass wir nicht nur hier heute in Berlin, sondern auch in 100 anderen Städten in diesem Land Flagge zeigen. Ich finde, das kann sich sehen lassen und das zeigt, wie lebendig und wie bunt die Friedensbewegung in diesem Lande ist. Covid-19 verlangt aber besondere Vorsicht. Wir müssen aufeinander Acht geben. Deshalb, es ist schon gesagt worden, tragt eure Masken, beachtet die Abstandsregeln, jetzt auch, als auch dann, wenn wir gleich die Menschenkette um den Bundestag machen. Nächsten Freitag, auch das wurde schon gesagt, wird der Haushalt im Deutschen Bundestag verabschiedet. Die bisherigen Pläne sehen vor, dass der Verteidigungshaushalt auf knapp 47 Milliarden Euro ansteigen wird. Damit werden die Rüstungsausgaben im 7. Jahr in Folge deutlich angehoben. Im kommenden Jahr noch einmal um 1 Milliarde Euro. Jede und jeder von uns steckt damit 560 Euro in Waffen und Militär. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist absurd. Das werden wir nicht akzeptieren. Deshalb haben wir uns heute hier gemeinsam versammelt. Wir müssen erleben, wie sich in der Corona-Krise soziale Ungleichheit und die Verteilungskonflikte in unserem Land zuspitzen. Gleichzeitig leistet sich die Politik krasse Fehlentscheidungen bei der Verteilung öffentlicher Mittel, unsere Steuergelder. Wie kann es sein, dass der Bundeshaushalt 2021 selbst in Pandemiezeiten nur halb so viel Geld für das Gesundheitswesen ausgibt wie für den Rüstungsetat? Aber das ist längst noch nicht alles. Wir leben, das wissen wir, in Zeiten gewaltiger Umbrüche. Wenn der Einsatz neuer digitaler Technologien zur Bewältigung des Klimawandels gerecht gestaltet werden soll, brauchen wir gewaltige Investitionen, um unsere Gesellschaft und unseren Sozialstaat zukunftsfest zu machen. Viel Zeit bleibt dafür nicht. Das heißt aber auch, das öffentliche Geld, das wir jetzt in der Corona-Krise in Konjunkturprogramme und Rettungsschirme in die Hand nehmen, muss so angelegt werden, dass daraus Zukunftsinvestitionen werden in eine ökologisch verträgliche und sozial gerechte Zukunft. Wir müssen investieren in Schulen und Kitas, in den sozialen Wohnungsbau, in die Gesundheit,
in die Alterssicherung und natürlich in den ökologischen Umbau und in mehr Klimagerechtigkeit. Für den Deutschen Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften ist es deshalb völlig klar, jeder Euro, der die Rüstungsspirale anheizt, ist ein Euro zu viel. Wir brauchen das Geld für bessere Investitionen in unsere Zukunft. Natürlich zielen unsere Aktionen heute auch darauf ab, auch das ist schon gesagt worden, an den Haushaltsbeschlüssen in der kommenden Woche im Deutschen Bundestag noch nachhaltig was zu ändern. Denn wir wissen, es geht um weit mehr. Wir wollen, dass in den kommenden Jahren Zukunftsinvestitionen zum ganz zentralen Thema des Bundestagswahlkampfs gemacht werden. Das steht aber im krassen Widerspruch zu dem Aberwitz immer steigender Rüstungsausgaben. Wir haben reichlich Grund, einen Kurswechsel zu fordern. Noch immer ist das NATO-Ziel nicht vom Tisch, dass alle Allianzpartner 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Rüstung ausgeben sollen. Für Deutschland bedeutet das ein Verteidigungsetat von rund 80 Milliarden Euro. Soweit, liebe Freundinnen und Freunde, soweit dürfen wir es nicht kommen lassen. Deshalb müssen wir jetzt auch all denjenigen Paroli bieten, die nach der Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten und gut, dass Trump in die Wüste geschickt wird, dass jetzt die Forderung erhoben wird, dass wir das 2%-Ziel erreichen sollen. Und das, interessanterweise, über fast alle Parteien hinweg. Ich denke, damit lässt sich das transatlantische Verhältnis nicht zu einem besseren wenden. Was für ein Unfug! Viel dringender stellt sich doch die Frage, wie die transatlantische Partnerschaft in Zukunft aussieht, wenn, wie Joe Biden angekündigt, die USA wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten. Das ist ein richtiges, ein wichtiges Signal, das wir gemeinsam unterstützen müssen. Und deshalb müssen wir auch darüber reden, wie die neue US-Administration und wie wir Europäer gemeinsam den Kampf gegen Klimawandel erfolgreich in den nächsten Jahren aufnehmen werden. Liebe Freundinnen und Freunde, Hochrüsten und Waffengewalt löst keine Probleme. Im Gegenteil. Daran sollten wir uns in diesem Jahr ganz besonders erinnern. Es ist 75 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg beendet und die Welt vom Faschismus befreit wurde. Gleichzeitig gedenken wir in diesem Jahr der katastrophalen Atomwaffenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki. Wenn wir uns ansehen, wo wir heute stehen, 75 Jahre später, ist die Bilanz ernüchternd. Die Welt, in der wir leben, ist durch wachsende Instabilität und Unsicherheit gekennzeichnet. Nationalismus, Protektionismus und Militarismus erstarken in einem unerträglichen Maße. Autoritäre, autokratische und völkische Bewegungen machen sich erneut breit. Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht wie heute. 80 Millionen Menschen werden vor allem durch Krieg oder Bürgerkriege zur Flucht gezwungen und müssen ihre Heimat verlassen. Gleichzeitig nimmt das Risiko
militärische Auseinandersetzungen ständig zu. Am deutlichsten zeigt sich das 75 Jahre nach dem Atomwaffenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki, an dem neuen nuklearen, irrsinnigen Wettrüsten. Alle neuen Atommächte stecken Unsummen von Geld in die Modernisierung ihrer Waffensysteme. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, ist es heute ein wichtiges Signal in Berlin und in 100 anderen Städten in Deutschland, dass der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen Anfang des Jahres in Kraft treten wird. Ein Sicherheitsverständnis, in dessen Mittelpunkt nach unserer Auffassung soziale Gerechtigkeit und Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft steht, hat mit Aufrüstung gar nichts, aber auch gar nichts gemeinsam. Ein Sicherheitsverständnis, was wir wollen, baut auf sozialer Sicherheit statt militärischer Sicherheit. Ein Sicherheitsverständnis, das auf Konfliktvermeidung und Konfliktprävention setzt. Es ist relativ einfach. Wir können es uns schlicht und ergreifend nicht länger leisten, immer noch mehr in Rüstungsausgaben zu verpulvern. Abrüsten statt aufrüsten. Daran führt kein Weg vorbei. Sonst gefährden wir dauerhaft den äußeren Frieden und riskieren durch neue gesellschaftliche Spaltung auch das friedliche Zusammenleben der Menschen in Europa und in unserem Lande. Wenn wir also schon über 2%-Ziele sprechen, dann würde es doch weit mehr Sinn machen, liebe Freundinnen und Freunde, diese Ausgaben in die Entwicklungszusammenarbeit und in humanitäre Hilfe deutlich zu erhöhen. Konkret hieße das für den Bereich, dass wir für 2021 die geplanten Ausgaben für humanitäre Hilfe um das Vierfache erhöhen müssen. Und genau diese Erkenntnis ist es, dass wir auch bei dem bevorstehenden Bundestagswahlkampf nicht lockerlassen werden, sondern ganz klar fordern: Abrüsten statt aufrüsten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns gemeinsam weiter kämpfen. Glück auf! Lieber Rainer, vielen, vielen Dank für deine Rede. Du weißt, die Friedensbewegung und der Deutsche Gewerkschaftsbund kämpfen seit vielen Jahren und Jahrzehnten gemeinsam. Und wir hoffen, dass es uns in den nächsten Jahren gelingen wird, an eine Tradition, die wir in den 80er Jahren schon einmal erreicht hatten, dass wir nämlich gemeinsam darüber diskutieren, wie Transformationskonzepte aussehen können, damit die Kolleginnen und Kollegen, die in den Rüstungsbetrieben arbeiten, in Zukunft nicht mehr Waffen für das Morden, sondern Dinge herstellen können, die helfen, beispielsweise Windkrafträder, beispielsweise Dinge, die der Verkehrswende helfen, und wir gemeinsam mit der IG Metall, mit den Kolleginnen und Kollegen in Betrieben, die sich ja nicht aussuchen können, wo sie arbeiten, die müssen genauso ihr Geld verdienen wie andere, die ins Büro gehen, dafür eintreten können, eine Gesellschaft zu schaffen, die keine Waffen mehr herstellt. Danke, dass du da bist. Schwerter zu Flugscharen war unser Motto, und das wird es auch bleiben. Vielen, vielen Dank, Rainer.